Platz 1. Kommt ein Mann in eine Kneipe und bestellt ein Bier. Als er zahlen will, sagt der Wirt, 2,60 Euro. Der Mann zählt 26, 10 Cent Stücke ab und schmeißt sie hinter die Theke. Der Wirt ist sauer, sammelt aber das Kleingeld ein und grummelt vor sich hin. Am nächsten Tag kommt der Mann wieder und bestellt ein Bier. Als er zahlen will, sagt der Wirt 2,60 Euro. Der Mann legt einen 5-Euro-Schein auf den Tisch. Jetzt hab ich dich, denkt der Wirt, zählt 24, 10 Cent Stücke ab und schmeißt sie zu dem Gast, sie verteilen sich im ganzen Lokal. Der Mann überlegt kurz, legt dann 20 Cent auf den Tisch und sagt, noch ein Bier. Platz 2. Die Bauernfamilie kommt in die Nobelwirtschaft in der Stadt, weil sie sich da mit Verwandten treffen will. Der Ober kommt natürlich sofort an den Tisch. Was darf ich Ihnen bringen? Nix, wir hocken bloß da, meint der Vater. Aber mein Herr, das geht nicht, Sie müssen schon etwas bestellen. So, ja, HMM. Dann bestellen Sie dem Koch einen schönen Gruß, wir sind jetzt da. Platz 3. Herr Ober, mit meiner Suppe stimmt was nicht. Ach was, die ist doch wohl in Ordnung, schauen Sie, die ist ganz lecker. Der Ober ist die Suppe fast aus und als er auf den Boden des Tellers kommt, sieht er einen toten Frosch. Er kotzt alles wieder in den Teller. Sehen Sie, so weit war ich auch schon. Platz 4. Der Gast schneidet an seinem Steak, welches recht zäh ist, umher, als er plötzlich ganz ein leises Mama vernimmt. Er denkt sich nichts weiter dabei und schneidet weiter, als wieder ein kaum vernehmbares Mama zu hören ist. Er ruft den Ober und führt ihm seine Entdeckung vor, immer wenn er in das Steak schneidet, ertönt ein leises Mama. Es ist recht unheimlich. Darauf der Ober gelassen, sie hatten doch ein Kindersteak bestellt. Platz 5. Ein Mann trinkt in einer Bar, in der ziemlich viel los ist, einige Bier und will dann gehen. Stopp, meint der Barkeeper. Du musst noch zahlen. Aber ich habe doch schon gezahlt, meint der andere empört. Okay, entschuldige, dann ist alles in Ordnung. Auf der Straße trifft der Mann einen Freund und erzählt ihm von dem Barkeeper, der die Sache mit der Rechnung nicht überblickt. Rasch geht der Freund in die gleiche Bar, trinkt ebenfalls einige Bier und verfährt auf die gleiche Weise. Okay, okay, meint der Barkeeper, wenn du sagst, dass du schon gezahlt hast, dann glaube ich dir. Der Mann geht, trifft ebenfalls einen Freund, erzählt die ganze Geschichte und beschreibt ihm den Weg zur Bar. Der geht sofort hin und langt ebenfalls kräftig zu. Bei seinem letzten Bier wendet sich der Barkeeper ihm zu und sagt, was für ein Tag. Da haben doch tatsächlich zwei Kerle hintereinander behauptet, sie hätten schon gezahlt und ich würde mich nur nicht erinnern. Der Nächste, der mir auf diese Tour kommt, fängt sich gewaltig eine ein. Der andere setzt sein leeres Glas ab und erwidert, Mann, langweile mich nicht mit deinen Geschichten. Gib mir lieber mein Wechselgeld, ich muss gehen.